herzlich willkommen bei der Silver RC Review Hubau Hyper 8SC. Tja, zuerst einmal, ich bin den Wagen zwar ziemlich oft gefahren, aber ich habe nicht so viel davon gezeigt. Zweimal sind mir leider die Aufnahmen misslungen. Da hatte ich die GoPro falsch auf dem Kopf oder ich hatte die falsche Einstellung in der Kamera. Tja, kann ich da noch nichts dran ändern. Grundsätzlich bin ich den Wagen ein bisschen weniger gefahren als alle anderen. Ich glaube, so 8 bis 12 Akkus bin ich bisher damit unterwegs gewesen. Ja, die Hemmungen dazu, dass das nicht mein Auto ist, die waren natürlich irgendwo da. Ich habe ihn ja zur Verfügung gestellt bekommen von Spielzeug Apen. Der hat ihn jetzt verkauft. Ich kenne den Besitzer auch. Er ist ihn auch schon selber gefahren. schönen Gruß an Yves. Und ja, ich habe ihn jetzt einmal komplett zerlegt. Ich habe ihn neu abgestimmt und jetzt sollte er auch wirklich gut laufen. So von Haus aus sollte man ein paar Sachen machen. Die werde ich euch gleich zeigen. Grob kann ich sagen, dass das Auto einen Fehler hat. Da muss man mal gucken, wie man den beheben kann. Ich werde da drin jetzt nicht mehr drin rumfummeln, dafür ist die Zeit nicht mehr da gewesen. Ja, was kommt an Auto zu euch? Ihr bekommt einen 1:8er Short-Course-Truck, also einen richtigen 1:8er Short-Course-Truck mit 1:8er Technik und auch Mitnehmern von 1:8er, also die 17 mm. Das ist schon mal gut so, weil Räder halten einfach deutlich besser mit den Mitnehmern. Die Combo ist halt auch deutlich leistungsfähiger mit 4S. Man kann natürlich auch auf 6S gehen, aber dafür muss ein anderer Regler, ein anderer Motor rein. Würde auch funktionieren. Überlasse ich aber jedem selber. Ihr bekommt eine Funke, die... Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin kein großer Fan davon, wenn diese Funken nur diese Drehregler haben. Ich habe das schon gerne digital mit Display und so. Die funktioniert. Die ist von der, von der Fahrbarkeit ist die okay. Ich finde ein bisschen den Bremsweg ein bisschen zu lang. Sie ist dabei. Ich sage jetzt einfach mal, die meisten haben eh mittlerweile eine Absima CR3P oder noch was Besseres. Ist jetzt kein Pluspunkt, den ich aufzählen kann. Ist aber auch kein gravierender Minuspunkt. Ja. Schauen wir mal ins Auto. 4 Karo-Splinte, ganz normal, so wie es üblich ist. Und dann kann man schon diese sehr, sehr schön lackierte Karosserie in Orange und Schwarz herunternehmen. Haltbar ist sie auch, also das ist okay. Das ist jetzt nichts ultra stabiles, aber auch nichts ultra flatteriges. Das merkt man auch, wenn man sie mal runternimmt. Also die kann schon ein bisschen was haben. Ne? Mal einmal zum Vergleich. Das ist eine Proline-Karosserie. Die Löcher sind für einen Zenten. Dafür ist sie ein bisschen zu lang. Wenn man die vorne ein bisschen ausschneidet, vielleicht den Bumper ein bisschen anpasst, dann sollte das auch passen. Ja. Man sieht auch, dass der Radstand ein bisschen zu lang ist, leider. Ja, das ist so. Die ist dann doch noch ein bisschen massiver und größer. Ne? So, jetzt muss ich mal eben die Karosse hier wegkriegen irgendwie. Ja. So, sorry. Jetzt sieht man das Auto. Ich habe ihn, wie gesagt, einmal komplett zerlegt. Und ich kann da auch gar nicht so viel Schlechtes zu sagen. Das schon mal vorweg. Der Wagen hat einen Mitteldiff. Das habe ich jetzt mit 10.000 CPS gesperrt. Ich habe das hintere Diff mit 1.000 CPS gesperrt und vorne mit, Achtung, 500.000. Warum mache ich da so eine krasse Sperrung rein? Der Wagen ist relativ agil auf dem Heck, das heißt, das Heck schlittert gerne so rum. Das kriegt man dadurch ein bisschen weg, dass man vorne mehr sperrt, dann wird der Wagen schön gerade gezogen. Das habe ich auch schon probiert und das hat auch geklappt. Also da bin ich ja ganz stolz drauf. Natürlich ist der immer noch Shortcross-technisch ein bisschen schwammig, ganz normal. Von daher sollte man das aber trotzdem mal machen. Wichtig ist, die Diffs, wenn ihr den Wagen bekommt, müsst ihr einmal zerlegen und zwar komplett. Das ist zwar ärgerlich und aufwendig, aber die Diffs laufen alle relativ schwer im Gehäuse. Ich habe die einmal komplett mit Bremsenreiniger gereinigt und danach laufen die wieder super.
Ja, warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, dass es so ist. Jo. Man kann die Spur hinten verstellen mit einsetzen. Einfach mal einmal umdrehen. Das funktioniert. Das kann ich euch allerdings jetzt nicht so wirklich zeigen. Muss man aber auch nicht machen, weil dadurch wird er noch agiler mit dem Heck. Macht eigentlich auch keinen Sinn. Macht eigentlich auch kein Mensch. So, die Räder im Unboxing-Video sagte ich, ui, die fassen sich aber gut an. Ja, die fassen sich auch gut an. Grip-technisch sind die leider nicht so toll. Ja, also wenn man auf Straße fährt, das geht. Aber sobald man auf losen Untergrund kommt, wie Erde und so, dann taucht das nicht mehr so. Da sollte man dann doch schon auf Buggy-Räder oder auf Proline oder auf sowas zurückgehen oder sich das gönnen. Dann funktioniert er auch gut. Schön dagegen finde ich, dass der Wagen rundherum komplett CVDs hat, dass der jetzt so hoch steht hinten, liegt daran, dass kein Akku drin ist. Rundherum CVDs. Vier Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Vorne zum Mitteldiff. Das geht, also hier hinten ist das Mitteldiff, auch ungewöhnliche Konstruktion. Hier hinten ist das Mitteldiff. Da geht eine komplette Welle bis ganz nach hinten. Nur hier ist ein Knochen. Der ist allerdings auch nicht ganz groß und den zu verlieren ist auch nicht ganz so einfach. Ja. Jo, vom Kunststoff her, Hubbau, kann man nichts vormachen. Die machen schon relativ, was heißt relativ, die sind schon ganz weit vorne mit deren Technik. Der Kunststoff ist sehr hochwertig. Bis da was kaputt geht, Jungs und Mädels, da müsst ihr schon eine ganze Menge tun. Ja, wir haben ja ansonsten ein sehr klassisch aufgebautes Auto. Wir haben hier an den Seiten die Bumper und sehr schön finde ich den Tragegriff hier oben, wo ich gedacht habe, ja, Mick, der wird dir als erstes abbrechen, ja, scheiß drauf. Der ist sehr stabil. Ich habe den Tragegriff noch missbraucht, wie man sieht. Ich habe mit einem kleinen Kabelbinder habe ich hier den Loop-Stecker, damit ich entweder 2x2S fahren kann oder 1x4S fahren kann. Den habe ich hier oben dran gemacht, so kann ich den nicht vergessen, verlieren. Kleiner Tipp von mir, das geht auch bei den Armor-Modellen zum Beispiel. Ja, kostet nicht die Welt, funktioniert aber sehr gut. Stecker ist sogar von einem Armor-Modell. Regler ist der Quick Run WPS8 oder so, also sprich der 4S-Regler, 120 Ampere oder so. Hier steht 100 Ampere drauf, normalerweise hat er 120. Ja, der lässt sich programmieren. Mit Karte, die sogar dabei ist. Das finde ich ja immer wieder gut. Ne? Das möchte ich auch erwähnt haben. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben einen Motor mit 2000 kV. Das ist auch ein Hobbywing-Motor, auch wenn es nicht draufsteht. Damit ist der Wagen auch absolut ausreichend motorisiert. Mehr braucht der Wagen eigentlich nicht. Ein Shortcross-Truck mit mehr ist natürlich auch schon immer ein bisschen knifflig. Ne? Kann man so lassen. Ein bisschen unglücklich dagegen finde ich die Empfängerbox, die hier relativ offen ist. Das hätte man ein bisschen schöner machen können. Ja, gut, okay. Kann man aber auch schlimmer machen. Schön ist dagegen, dass man hier ein Servo drin hat. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Das ist ein Cevox-Servo. Und zwar das 0252MG. MG steht für Metallgetriebe. TG wäre für Titangetriebe. Das ist also schon was Ordentliches, was Hubbau hier reinbaut. Absolut löblich. Also von der Technik kann man hier nichts sagen. Vom Fahren her auch nicht. Der fährt sich nämlich gar nicht so verkehrt, wie ihr auch vielleicht in meinem Video gesehen habt. Dieses eine Fahrvideo habe ich ja online. Super geil. Kommen wir zu dem, was ich so oft kritisiere: Kugellager. Er hat rundherum gedichtete Kugellager. Und jetzt kommt's, das sind alles die gleichen. Das heißt, ihr kauft euch meinetwegen, sagen wir mal, 10 Stück und könnt die überall einbauen. Ob die um die Diffs herum sind, ob die in den Radträgern sind, ob die in der Lenkung sind, das andere. Ob die vorne drin sind, innen oder außen im Radträger, ist scheißegal. Das sind überall die gleichen. Sehr löblich, sehr, sehr schön. Es gibt noch so ein paar schöne Details, die ich euch nicht vorenthalten will, wie die Dämpfer zum Beispiel. Das sind Aluminiumdämpfer, die mit einer Rändelmutter geschraubt werden zum Hoch- und Runterstellen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und dann hat der so ein, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich nenne das so mal Anti-Verlierpöppel, ja?
mal schauen wollt. Normalerweise ist es ja so, dass sich dieses Ding hier relativ schnell rauslöst. Und hier haben die das so gemacht. Ich drehe ihn mal. Hier haben die das so gemacht. Ja, da kann man das sehen. Da ist noch so ein Ring mit einem Splint drin. Dadurch kann der nicht weg. Und das da rauszukriegen ist auch gar nicht so einfach. Ihr braucht es natürlich auch nicht so einfach, so oft da rausnehmen. Eine sehr schöne Detaillösung, die 3 Cent wahrscheinlich in der Produktion kostet, aber die wirklich schön überlegt ist. Ebenfalls ist mir aufgefallen, das habe ich so noch nicht gehabt bei einem 1 zu 8er, dass die Splinte, die den Radmitnehmer halten, die sind nicht einfach nur reingesteckt und werden mit einer Armaturenschraube gesichert. Nee, 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 nee. Das ist eine Stiftschraube. Also das ist so ein Stift, wie der immer reinkommt. Und auf der einen Seite ist ein Gewinde und im Radmitnehmer ist auch ein Gewinde. Könnt ihr mit einem 1,5 mm Imbus losdrehen? Tolle Lösung. Das finde ich wirklich eine schöne Lösung. Ja. Was wollte ich noch sagen? Achso, die Diffs sind normale 1 zu 8er Diffs. So, kann ich nichts Schlechtes zu sagen. Das ist auch völlig in Ordnung. Toll ist, dass das Aluminium komplett gefräst ist. Gefräst, nicht gestanzt, gefräst. Sehr geil. Und zwar rundherum alle. Oder gelasert, wie auch immer. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin kein Metaller. Also das ist schon sehr hochwertig, was die hier ausliefern. Ja, was kann ich euch denn noch erzählen, so Schönes? Wir haben Aluminium-Motorhalter, ganz klar. Wir haben 38 Zähne auf dem Hauptzahnrad und 14 Zähne auf dem Ritzel. Das ist Stock, das habe ich auch nicht verändert, weil ich der Meinung bin, das reicht ja auch. Zum Schnellfahren sollten andere Autos verwendet werden und da habe ich noch mal ein paar von. Ich zeige noch mal von unten. Hier sieht man ihn. Auch gefräst, gelasert, wie auch immer. Mit zwei Sicken da drin. Das verhindert, dass die Chassisplatte so relativ schnell sich verbiegen kann. Ja, hat sich immer Gedanken gemacht. Ne? Hier sieht man noch für die Verbrennervariante die Dinger. Ja, das ist leider so ein kleiner Nachteil von dem Auto, dass das ja eigentlich ein Verbrennerauto ist. Tja. Das ist blöd. Ebenfalls solltet ihr machen, ich habe es hier mal ein bisschen übertrieben, die Dämpfer, die haben hier zwei verschiedene Führungen. Einmal die obere, einmal die untere. Wenn ihr den bekommt, so war das bei mir, ist der in den oberen drin. Ich habe die jetzt in den unteren reingesetzt und habe ihn noch nicht wieder runtergedreht. Deswegen steht er jetzt so hoch. Wenn ich ihn runterdrehe, bleibt er allerdings auch unten. Mit Akku bleibt er dann auch ganz unten. Vielleicht noch ein bisschen niedriger drehen nachher. Aber das ist schon mal sehr schön, dass er das überhaupt anbietet. Also das würde ich auf jeden Fall höher legen, weil dann wenn das Chassis zu weit unten ist, dann hat er halt auch keinen Grip hinten. Jo. Das soll jetzt eigentlich schon mal mein Review gewesen sein. Denn wie gesagt, ich bin den Wagen nicht so ganz oft gefahren. Bin zwar schon ein paar Mal damit los gewesen, aber tja. Ne? Ansonsten habe ich da nicht so viel zu bemängeln, außer eine Sache. Das ist ein bisschen blöd. Die Dämpferbrücke hinten ist mir einmal abgebrochen. Und ich sag jetzt einfach mal, dieser Halter hier hinten, der ist auch nicht so ganz clever konstruiert. Wäre die ganze Dämpferbrücke einen Tick länger, könnte man die untere Schraube des Diffs nehmen, um die da auch zu verschrauben. Das würde deutlich mehr Stabilität bringen. Haben sie leider nicht gemacht. Das möchte ich einmal als Kritikpunkt bringen. Das heißt, bei jedem Schlag, den der hinten drauf kriegt, könnte die Dämpferbrücke abbrechen. Das finde ich scheiße. Ne? Das ist aber auch wirklich das Einzige, was ich richtig an Kritik anbringen kann an dem Auto. Der Rest ist super stabil, ordentliche Qualität. Es ist kein armer Senton. Das ist kein Megabasher. Muss ich ganz klar sagen. Dem fehlen zum Beispiel auch die Schutzprotektoren hier drum zu, damit der Schmutz nicht so ins Chassis kommt. Da muss man sich vielleicht mal einen Dusty Motors Strut kaufen oder sowas. Weil der wird schon richtig dreckig von innen. Ich hatte den nach den ersten Ausfahrten, hat er ausgesehen. Alter Schwede. Ja, aber ansonsten, von der Stabilität her, gibt es da ansonsten nicht viel zu meckern. Wenn man das hier hinten irgendwie in den Griff bekommt, wie kriegt man das am einfachsten hin? Nicht auf dem Dach landen. So. Das ist der beste Tipp, den ich euch geben kann. Ansonsten nichts Negatives.
Schönes, solides, gutes Auto. Kann man sich kaufen. Will man allerdings bashen gehen, also wirklich ein bisschen mehr springen vielleicht auch, dann sollte man definitiv wohl eher zum Senten greifen. Schlecht ist dieses Auto aber deshalb nicht. Also das möchte ich jetzt nicht gesagt haben. Da gibt es schon schlechtere Short-Cross-Trucks. Ich sag euch nicht, welchen ich meine. Karo wieder drauf. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hier bei mir. Und hier ist das Silver RC. Nein, hier war das Silver RC. Ciao, ciao. Bist du da jetzt wohl drauf?